Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist das Video randvoll gepackt mit Informationen über den kommenden Legendary Dungeon, über den Webshop, der neue Teaser, der angekündigt worden ist, beziehungsweise den wir uns nachher auch anschauen werden. Und ja, anfangen tue ich aber erstmal mit dem Legendary Dungeon. Der startet nämlich offiziell am Freitag um 16 Uhr, aber auf S31 können wir schon wieder früher starten. Das heißt, morgen wird es einen Livestream dazu geben. Ich bin um 15 Uhr morgen hier auf YouTube live und um 16 Uhr gehen wir dann in den neuen legendären Dungeon rein und gucken uns ja, die neuen Grafiken, die neuen Gegner, die neuen Items an. Und natürlich geht das nur auf mein Main, weil das Ganze nur auf S31 verfügbar ist. Deswegen werden wir dort auch gleich mal schauen, ob wir eine neue Waffe finden werden. Also morgen kein Video, dafür morgen dann um 15 Uhr Livestream hier auf YouTube. Ja, soviel erstmal kurz vorab. Und jetzt kommen wir mal zu den News, denn hier gibt es einiges. Deswegen gibt es auch keine Zeit zu verlieren. Infos zum Webshop. Pilzplünderer aufgepasst. Der spektakuläre Webshop Presale startet schon diesen Donnerstag, den 30.03. auf homesf.net. Verlinke ich euch unten auch in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Könnt ihr sehr gerne rauf. Loggt euch dort einfach mit eurer Charakter-ID, die in den Spieleoptionen im vierten Reiter angezeigt wird, ein. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Nirgendwo anders könnt ihr den Pilzdealer ab sofort immer schon einen Tag vorher die Pilze günstiger, ca. 20% niedrige Preise als in den App-Stores aus der Tasche ziehen. Diesmal legt er sogar 20% mehr Pilze für euch obendrauf. Außerdem erwarten euch nur im Webshop die exklusiven Sanduhren-Pakete. Diesmal legt er sogar 20% mehr Pilze drauf. Ich weiß nicht, ob das auf die 20% hier bezogen sind. Das könnt ihr ja morgen sehr gerne mal überprüfen im Webshop, weil 20% sind die Preise im Webshop ja niedriger als in Steam, iOS und Android. So, diesmal habe ich es richtig gesagt, ja. Und da sind die Pilze ja schon 20% niedriger als dort. Und ich denke mal, darauf gibt es dann halt eben noch eine 20% Aktion ab morgen halt schon direkt, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, wie gesagt, den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier auf eure auf euer Einstellungsrad geht, dann auf Account habt ihr hier eure Charakter-ID. Die könnt ihr einfach hier rauskopieren, ganz easy. Easy peasy, und dann könnt ihr hier in den SF-Shop und könnt euch anmelden mit eurem Account hier, und dann habt ihr euch hier quasi registriert und könnt hier halt eben auch dementsprechend eure Pilze kaufen und eure Angebote sichern. Ja, hier ist logischerweise, weil es jetzt gerade noch Mittwoch ist, noch keine Angebote. Ab morgen sieht es denn da anders aus, also einen Tag früher als überall anders halt auch. Hier unten sind auch die Sanduhren-Pakete, ja. Kann man sich streiten, ob die gut sind oder schlecht sind, ne? Wer es kaufen will, soll es kaufen. Ich bin da jetzt kein so sehr großer Fan von. Aber wie gesagt, die normalen Pilze kann man hier halt zu den alten Preisen kaufen, wie früher halt eben, ne? Und nicht zu erhöhten 20%. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt und sagen wir mal, ihr gönnt euch jetzt zu dem Legendary Dungeon hier ein 100-Euro-Paket, ne? Ab morgen sind es ja dann 3600 Pilze, könnt ihr ganz einfach hier den Code DORZE eingeben. Ja, da habt ihr keine Mehrkosten durch, keinerlei weitere Mühen und so, aber das ist riesengroßer Support für die Creator, und dann könnt ihr einfach weiter zum Checkout und dann könnt ihr hier halt einfach mit PayPal, ja, mit eurer Bezahlungsmöglichkeit nach eurer Wahl halt eben auscashen, ne, beziehungsweise reincashen, so in dem Falle, ne. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das macht. Weiß ich sehr zu schätzen, das Ganze ist überhaupt nicht selbstverständlich und ja, es kostet euch nichts weiter. Deswegen, ihr könnt es natürlich auch nicht machen so, dann bleibt das komplett bei Player, so kommt halt eben ein kleiner Teil bei mir auch an. Deswegen danke ich da jeden, der das Ganze macht und mich dort unterstützt. Genau, ansonsten weiter zu den News. Neue Legendaries im Legendary Dungeon. Eine waberne Aura umgibt bedrohlich das Portal. Eine wabernde, wabernde,
Farbender. Farbender. Wird Farbender sonst nicht mit 2B? Ach, keine Ahnung. Das Portal zum Legendary Dungeon und der Duft von verbrannten Kräutern durchströmt die Seitengassen der Stadt. Nur noch 2 Tage bis Freitag, den 31.03., an dem der Legendary Dungeon fantastische Legendaries und wo sie zu finden sind, seine dunklen Schwingen erheben wird, beziehungsweise ein Tag eher für unsere Heldinnen und Helden auf Welt 31 Deutschland. Das bin ich, unter anderem. 11 Tage lang bis einschließlich Ostermontag könnt ihr euch dann als HexenjägerInnen beweisen und versuchen, den mächtigen Hexenzirkel zur Strecke zu bringen und nicht nur die 3 neuen Legendary Items zu ergattern. Bleibt gespannt und schaut euch den offiziellen Teaser an. Werden wir gleich tun. Hier ein neues Bild. Sieht sehr cool aus. Im Hintergrund haben wir so eine kleine Hütte. Das sieht so ein bisschen aus, keine Ahnung, wie Hänsel Gretel, so ein bisschen märchenmäßig irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wir hatten ja auch den Kater da im Teaser gestern gesehen. Events am Freitag, Samstag, Sonntag. Kein Wochenausgang ohne Events in der Taverne. Ja, hier sind die Events. Prachtparade der Pilze, Glückstags, Hexentanz. Sehr cool mit Legi Dungeon. Festung, Tag des heißen Eisens, Aroala, Großputz. Und dann noch zu Ostern haben wir auch gleich die ganzen Events. Eiersuche, Erfahrungsreichtum, Sanduhren steht Kopf, Fest der Festung, Tag der tollkühren Tiere, heiße Eisen und oraler Großputz. Ja, und dann hier nochmal Änderungen bei Pets und Oster-Epics. Bei den Pets gibt es ab heute schon einmal 2 Hinweise. Freitag informieren wir euch aber nochmals darüber. Alle Pet-FreundInnen und Freunde, die das 17. Lichtpet schon im Lichthabitat besiegt haben, haben am Samstag, den 1. April, die Chance, das passende Ei im Spalter Canyon zu finden. Ja, also ob 8, liebe Petjäger, die noch nicht so weit sind. Und da Ostern vor der Tür steht, gibt es auch einen wichtigen Hinweis für das 15. Erdpet Waldschreck, dessen Ei dann in Mayworm findbar ist. Sehr viele komische Begriffe heute. Dies ist neu. Nun an den Event-Wochenenden findbar, an denen der Legendary Dungeon Ostern aktiv ist. Also genauer gesagt in dem Zeitraum 31.03. bis zum 2.04. und 7.04. bis zum 10.04. Merkt euch diese beiden Zeiträume, denn die speziellen Oster-Epics sind ebenfalls dann findbar. Also so viel dazu. Ja, also das ist neu. So, und jetzt kommen wir zum Trailer, beziehungsweise zum Teaser. Ich weiß nicht, hier wurde es, ja, Official Intro, hier wurde es als Teaser deklariert. Wo denn jetzt? Hier, als Teaser. Aber ein Teaser ist für mich eigentlich, ein Teaser kommt noch vor einem Intro. Also so ein Teaser war eigentlich sowas wie für mich gestern so ein kleiner Ausschnitt. Aber ich gehe mal davon aus, das ist hier schon der komplette Trailer einfach mal. Ne? Naja, wir gehen rein, würde ich sagen. Und ja, gucken uns mal zusammen den neuen Trailer an. Ich bin sehr gespannt. Die Trailer ja wirklich immer ein komplettes Highlight. Und deswegen, ja, mal schauen, was... Oh, ich weiß nicht, ich mache die mal so weg hier lieber. Was da auf uns zukommt. So, let's go. Da hinten das Schwert von Excalibur oder so, das hat irgendwie im Stein gesteckt. Ey, also, ne, für die Leute, die das nicht kennen, falls ihr euch den Trailer selbst komplett reinziehen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen, dann braucht ihr nicht hier auf meine Reaktion geiern. Ja, aber ich stoppe immer den Trailer beim ersten Mal und versuche mir so die Details anzuschauen und rauszufinden, okay, was für kleine Hinweise sind vielleicht gestreut oder so im Game. So, ne? Aber da hinten sieht man auf jeden Fall schon mal ein Schwert stecken, ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay, das war der Ausschnitt. Ah, von gestern. Auf Eiersuche. Sehr nice auf jeden Fall.
Coole Sache. Also, ich bin schon wieder sehr, sehr gehypt, muss ich sagen. Also, ja, keine Ahnung. Das erinnert mich an das Märchen. Oh, wie heißt das? Hier, der Frost. Irgendwas mit Frost. Mensch, was war es nochmal? Tja, wie ist das? Eiskönig oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es da irgendwie so eine Hexe, die hat so ein Haus gehabt und das ist auch auf so ein Hexenhaus. Das ist auch so auf, ich glaube, der Eiskönig war das, ne? Ich glaube, der Eiskönig. Und das ist auch so auf solchen, ja, Beinen dann irgendwie langgestellt, ne? Also sehr cool designt auf jeden Fall wieder. Gibt es nichts dran auszusetzen. Die Trailer immer Top-Arbeit, kann man nicht anders sagen. Echt cool gemacht. Und ja, umso mehr bin ich jetzt noch gehypt auf den Legendary Dungeon morgen. Ja, nochmal eine kleine Ankündigung, wie die Tage danach aussehen, vielleicht für die Leute, die es wissen wollen. Ich werde, wie gesagt, morgen am Donnerstag das ganze Livestream um 15 Uhr auf meinem Main. Und dann werde ich nochmal wahrscheinlich am, ja, wie machen wir es? Am Sonntag, denke ich mal. Sonntag, keine Ahnung, Sonntagmittag oder so, nachmittags, ich glaube eher so nachmittags bis abends, werde ich nochmal einen richtig großen Livestream noch, dann nochmal zum Legendary Dungeon machen. Und ja, das ist so mein Vorhaben auf jeden Fall. Es wird, denke ich mal, nochmal einen Stream dazu geben. Ich weiß nicht, ich glaube, insgesamt mache ich drei Streams dazu. Einmal am Donnerstag, dann am Sonntag dann nochmal ein. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht nochmal das Wochenende da drauf nochmal, falls wir nicht ganz fertig werden sollten mit unseren Vorhaben, weil wir wollen ja, wie gesagt, auf meinem Main will ich durch, dann halt auf W60, auf W50 und auf W27 auch ein bisschen reinschauen, ne? Also das sind viele Server, die wir durchgehen müssen und das reicht, denke ich mal, nicht. Aber ich, ja, werde am Donnerstag einen relativ kurzen Stream machen von 15 bis 20 Uhr, sag ich mal so, ne? Oder bis 15 bis 21 Uhr circa, weil ich danach dann auch wieder zur Arbeit muss. Aber am Sonntag wird dann halt Open End. Da fangen wir nachmittags an irgendwann, ne? Genaue Zeit gebe ich dann noch bekannt. Seht ihr hier auch auf YouTube dann, ne, die Vorschau zum Stream. Und das wird dann ein längerer Stream. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich vielleicht so ein 10 Stunden plus Ding werden. Ne? Werden wir auch benötigen, die Zeit. Aber dann gibt es endlich mal wieder einen Livestream. Haben sich schon viele Leute wieder gewünscht. Ich weiß, ich streame sehr wenig. Aber ja, keine Ahnung. Ich fühle das auf jeden Fall, dass die Streams ein bisschen besonderer bleiben. Denn, ne? Auch wenn mir das Stream, wenn ich mal wieder stream, immer wieder sage, okay, ey, eigentlich müsste man öfter streamen, weil mir das Stream auch sehr viel Spaß macht, auf jeden Fall. Ne? Also das soll auch nicht falsch rüberkommen oder so. Ne? Stream ist auch unglaublich, macht auch unglaublich Bock. Ne? Gut, Leute, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Schaltet auf jeden Fall morgen ein, wenn es losgeht um 15 Uhr. Und ja, ich freue mich auf euch, freue mich auf den Legendary Dungeon. Mal schauen, was das wird. Das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.